Auch nach Ende ihrer sportlichen Laufbahn hat die ehemalige Biathletin Magdalena Neuner weiterhin den Hut oder besser gesagt die Mütze auf. In Düsseldorf stellte sie die von ihr designte Mützenkollektion für die Olympischen und Paralympischen Winterspiele im russischen Sotschi vor. Die Firma Adidas hat mich angesprochen, ob ich Interesse daran hätte, so eine Mütze zu designen. Also die wussten, dass ich ganz gern stricke und dass ich mir selber auch immer meine Mützen mache zu meinen Jacken dazu. Und habe dann die Vorlagen bekommen, also die Jacken, und musste mir dann was einfallen lassen. Also es hat riesen Spaß gemacht, es war mal eine neue Herausforderung und ich finde, das Ergebnis ist am Ende auch ganz schön geworden. Ganz schön und vor allem schön bunt ist auch die übrige Kollektion. Besonders die Jacken stechen ins Auge. Das Modeunternehmen Willi Bogner, das die olympischen Teams bereits seit 1936 ausstattet, will mit dem Design die Besonderheiten des Austragungsortes widerspiegeln. Blaues Meer und subtropisches Klima in unmittelbarer Nähe zu den weißen Gipfeln des Kaukasus. Die Blumendrucke der Damenhosen finden sich auch in den traditionellen Stoffen und russischen Trachten wieder. Mit dem neuen Design gilt es aber nicht nur die über 200 Sportler glücklich zu machen, sondern auch die Offiziellen. Die haben es halt eher ein bisschen konservativer und die Athleten ein bisschen jünger. Ne? Und diesmal haben sie die Athleten echt durchgesetzt. Aber inzwischen haben die Offiziellen auch gelernt, ja, dass sie auch mit der Farbe umgehen können. Das sieht absolut top aus. Und da hat sich auch viel getan in diesem Prozess über viele Jahrzehnte. Seit 2008 wird die paralympische Mannschaft zusammen mit ihrem olympischen Pendant ausgestattet. Ein symbolischer Akt, der durch das in London eingeführte Motto »Wir für Deutschland« noch unterstrichen wird. Jetzt gilt es, dass die Athleten nicht nur auf dem Laufsteg einen starken Auftritt haben, sondern auch in Sotschi oft auf dem Siegertreppchen zu finden sind. Im entsprechenden Outfit, versteht sich.